Hallo zum Kapitel 3, dem Schnelleinstieg für den Control 8. Das ist der Ethernet-basierte 8-Port RD-Net-Controller, an den sich bis zu 32 Lautsprecher pro Port anschließen lassen. Ich starte wieder das Programm, mache eine neue Session auf. Der erste Blick wieder disconnected unten am Rand. Wir sind noch nicht verbunden mit dem Controller. Auch in der System Controls List taucht noch nichts auf. No Controllers. Ich stecke den Controller ein über USB. Hier steht es, USB, es ist ein Control 8. Klick auf Ethernet Configuration, um dem Controller zuallererst mal eine IP-Adresse zuzuweisen. Das würde ich hier bei Server IP, das wäre die IP-Adresse des Control 8. Bei Controller Name gebe ich einen Klarnamen ein, um das Gerät zu identifizieren. Die Ports lasse ich unangetastet. Ebenso Gateway. Die Subnetzmaske muss zum Netzwerk passen. Mit DHCP Client könnte ich mich an den Router andocken mit dem Gerät. Das beleuchten wir aber später. Ich bestätige mit OK. Die Meldung kommt, Restart the Controller. Ich schalte das Gerät ab, bin disconnected. Schalte das Gerät ein. Das wird wieder erkannt. Das System holt sich über USB die aktuellen Parameter aus dem Gerät. Sehen das hier wieder, USB connected in grün. Als nächstes ziehe ich das USB-Kabel ab. Möchte jetzt über Netzwerk verbinden, dafür gehe ich in der Menüleiste oben rechts auf Ethernet, da taucht der Controller auf mit dem Namen, den wir eben ausgewählt haben. Ich wähle den als Controller 1 aus. Damit er da aber auftaucht, müssen wir die Windows-Settings richtig einstellen. Wir müssen uns im gleichen IP-Netzwerk befinden wie der Controller. Wie das geht, schauen wir uns hier am Beispiel Windows 10 an. Ich gucke mir die Netzwerkverbindungen alle einmal an, über Rechtsklick auf die Starttaste, Network Connections, suche mir die richtige raus. Bei mir ist das hier die mit dem Namen Ethernet, mache einen Rechtsklick, Eigenschaften, wähle das IPv4 TCP/IP Protokoll aus, Eigenschaften und nehme hier eine IP-Adresse im gleichen Netzwerk sowie eine passende Subnetzmaske dazu. Bestätige mit OK, schließe das. Verbinde mich jetzt mit dem Control 8 über Netzwerk, nicht mehr über USB, dann taucht er dort in der Liste auf. Ich klicke auf Connect, jetzt sehen wir unten in grün ETH Connected, da stand vorher USB, wir sind jetzt über Netzwerk verbunden mit dem Controller. Als nächstes möchten wir online gehen, unten rechts steht Offline, wir klicken dafür in der Menüleiste auf Scan Devices. Der Lautsprecherregistrierungsprozess startet wieder. Es kommt der Countdown. Jetzt werden die IDs der Lautsprecher vergeben, geguckt, was ist denn überhaupt angeschlossen. Da sind auch schon alle angeschlossenen Lautsprecher und was wir damit jetzt alles machen können, gucken wir uns in den nächsten Kapiteln an.